Hallo Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge meiner Comic-Sammlung. Heute werde ich euch den Teil ab hier bis hier vorne hin präsentieren. Ich werde jetzt auf den Tisch legen und dann werde ich es euch mal einzeln zeigen. So, jetzt habe ich sie hier vor mir auf dem Tisch liegen und kann sie euch einzeln vorstellen. Zum einen kommen wir mal zu Batman und Robin. Ein richtiger Überraschung für mich. Ich fand die Serie zwar auch vor den New 52, für die, die es nicht kennen, New 52 war der Neustart bei DC Comics. In Deutschland nennen sie es einfach das neue DC-Universum. In den USA wurde es New 52 genannt, weil 52 Serien, also Comic-Reihen, bei DC Comics neu gestartet wurden. Bis auf DC Comics und Green Lantern. Die beiden Reihen wurden nicht neu gestartet, die haben einfach nur eine neue frische 1 bekommen. Und hier ist auf jeden Fall Batman und Robin. Erster Paperback und das ist eine so richtig wunderschöne Reihe. Der beschäftigt sich ein bisschen mit Damian im ersten Band, der dazu erzogen wurde, seine Gegner umzubringen, was Batman natürlich gar nicht passt. Aber ich will euch auch nicht so viel spoilern, müsst ihr auf jeden Fall selber lesen. Hier ist der zweite Band mit dem Cover zur Nullnummer. In den USA auch und auch in Deutschland sind zu den ganzen Reihen noch Nullerhefte, die vor dem Einserheft spielen und da wurde immer dieses Cover genommen, wo sie aus dem Cover ausbrechen, die Helden. Ist ein etwas dünneres Heft, hat dann auch nur 12,95 gekostet. War auch gut. So, dann kommen wir zum dritten Paperback. Der steht im Schatten zu Tod der Familie. Hat mir auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, die Reihe ist echt durchweg gut. Davon kann man sich eigentlich ohne Bedenken jeden Band holen. Dann fängt's an mit Batman and Robin. Wie ihr seht, ist hier das Robin durchgestrichen. Das liegt daran, dass hier drin ganz viele One-Shots sind, wo Batman einmal von Nightwing begleitet wird, einmal von Batgirl, von Batwoman. Ich weiß das nicht mal alles, schon ein bisschen her, wo ich das gelesen habe. Man sieht hier, März 2014 kam der raus, also ist das auch verzeihbar. Und weil Robin stirbt, der ist bei Batman Incorporated, das habe ich auch noch irgendwo hier im Stapel, ist Robin gestorben. Und danach wurde die Reihe umgenannt in Batman und. Und in den USA steht dann halt auf dem Cover drauf Nightwing, Batman und Batwoman. Bloß da in Deutschland die ganze Geschichte in Paperbacks veröffentlicht wird und hier mehrere verschiedene Charaktere Batman begleiten, haben sie sich in Deutschland einfach dazu entschieden, das Robin durchzustreichen. Anders sieht das aus beim fünften Paperback, der ist vom November und ist der aktuelle. Da konnten sie es dann Batman und Two-Face nennen, weil das hier eine etwas dickere Geschichte ist, wo Two-Face ihn die ganze Zeit begleitet. Hier drin ist auch eine überarbeitete Origin von Two-Face. Ich kannte die alte nicht, weil ich besitze das lange Halloween nicht. Da drin wurde wohl die ursprüngliche Origin von Two-Face erzählt. Ich kenne das nur die aus diesem Band und wer sich für Two-Face ein bisschen interessiert, sollte sich den Band auf jeden Fall kaufen. Sehr guter Band. So, dann geht's weiter mit Superboy. Eigentlich einer Charakter gewesen, der mich nie wirklich interessiert hat. Allerdings ist diese Reihe, wenn man die T-Titans liest, die werden in Deutschland mitten in der Heftreihe Justice League veröffentlicht, unverzichtbar. Dazu kommt noch, dass Superboy richtig, richtig gut ist. Ich fand ihn jetzt eine ganze Zeit lang sogar teilweise besser wie die Superman-Reihe. Supergirl ist nochmal was anderes, die finde ich auch besser wie die Superman-Reihe. Aber Superboy ist echt eine richtig starke Reihe. Was allerdings bei dem ersten Mann ein großer Minuspunkt war, sind die Zeichnungen. Man sieht es auch schon am Cover, das ist nicht wirklich schön, das Cover. Allerdings ist dieser Band sehr empfehlenswert. Dann kommen wir zu Superboy Band 2 und die Teen Titans. Für jeden, der nur die Heftreihe Justice League liest, wo das zweite Teen Titans drin ist, war dieser Band bestimmt ein Ärgernis, wenn er nicht bei Superboy einsteigen würde, weil dieser Band sowohl für die Reihe Teen Titans wie Superboy sehr wichtig war, um die Reihen weiter zu verfolgen zu können. Hier kommen wir dann zu Paperback 3, hier sieht man auch wieder schön, hier ist das Nuller-Cover, wo der Held aus dem Cover ausbricht. Dann hier Band 4 von Dezember 2013. Die Reihe ist auch, wie gesagt, durchweg gut. Also wir haben da echt alle 5 bis jetzt erschienenen. Hier ist auch der 5. mit dem besten Cover, finde ich, von den 5 Paperbacks. Auf jeden Fall haben mir alle 5 Paperbacks sehr gut gefallen. Kann ich nur empfehlen. Dann kommen wir zur eben erwähnten Batman Incorporated. Das ist in 4 Paperbacks erschienen und war der Abschluss von Grant Morrison Run am Batman.
Grant Morrison, genialer Autor, auch mein Lieblingsautor, schreibt schön verstrickt und das ist so ein Autor, bei dem man auf der ersten Seite vom Comic schon aufpassen muss, sich das erste Panel, also das für die Leute, die nicht wissen, was ein Panel ist, das sind immer die kleinen Kästchen, wo die Bilder drin sind, muss man bei Grant Morrison aufpassen, weil er irgendwo eine Cola-Dose umkippen könnte, die fürs letzte Panel auf der letzten Seite nach 10 Jahren Geschichtserzählung immens wichtig sein könnte. Sehr gut. Batman Incorporated geht halt darum, dass Batman halt nicht auf der ganzen Welt aufpassen kann. Deswegen gründet er die Batman Incorporated, wo er für so für ziemlich jedes Land, wie man hier Hintergrund an den Flaggen erkennen kann, die Batman-Lizenz an vertrauenswürdige Personen vergibt, die er dann auch finanziell unterstützt. Unter anderem Batwing, wo ich in meinem letzten Video die beiden Megabände vorgestellt habe. Das ist der erste und der zweite Paperback. Die beiden sind schon Verlagsseiten vergriffen. Man kriegt jetzt zusammen ein Band als Paperback vom Paperback. Allerdings werden diese beiden Ausgaben werden bei eBay schon ein bisschen was an Geld wert sein. Ich finde es auch schöner, Band 1 bis 4 im Regal stehen zu haben, anstatt jetzt hier von dem Paperback und danach kommt dann direkt der dritte Band. Dann kommen wir auch direkt zum dritten Band. Der dritte Band, es hat auch wieder eine Nullnummer drin, wie man hier sieht. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, die ersten beiden Bände von Batman Incorporated spielen vor der New 52, das heißt vor dem Neustart im neuen DC-Universum, wie sie es in Deutschland nennen. Trotzdem geht die Geschichte hier nahtlos weiter, weil, wie vorhin schon erwähnt, ist Batman vom Neustart nicht betroffen. Da hat halt nur neue 1-Nummern bekommen. So. Das ist der dritte Paperback. Mir persönlich gefallen diese Covers, wo die Helden aus dem Cover ausbrechen, zu den Nullnummern überhaupt nicht, muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ich fand es auch schade, dass Panini die so häufig für die Paperbacks genommen hat, weil wenn man die im Aufstieg, die Paperbacks, hat man innen nochmal die Cover von den anderen US-Heften sieht, die da drin sind, ist das eigentlich schon fast die schlechteste Cover, weil die Panini da getroffen hat mit diesen Nullnummer-Covern. Und hier dann das Finale von Grant Morrison Run und Incorporated, Band 4 von Batman Incorporated. Und wie man das Cover schon vermuten lässt, was eine Hommage an das Cover von Batman Rest in Peace ist, stirbt hier Robin. Grant Morrison sagt dann auch, dass er diese Figur vor 5-6 Jahren auch nur eingeführt hat, um sie hier in diesem Heft sterben zu lassen. Und ich kann nur jeden, der sich ein bisschen für Batman interessiert, empfehlen, sich den Grant Morrison Band komplett zu kaufen. Das ist, also wenn man den Grant Morrison Run von Batman gelesen hat, erscheint alles andere blass, was man von Batman jemals lesen wird. So geht's mir zurzeit. Auch wenn Scott Snyder zurzeit sehr gut Batman schreibt, kommt er bei weitem nicht an Grant Morrison ran. So, dann haben wir hier Flash. Barry Allen ist in dieser Reihe wieder der Flash, nachdem er 20 Jahre, vielleicht waren es auch nur 15 Jahre, durch die Zeit einer Kugel hinterhergerannt ist. In der Zeit war Wally West Flash. Wo ich das Comic lesen angefangen habe in den 90ern, gab es auch nur Wally West. Barry Allen war in der Zeit galt er als tot. So viel kurz zum Charakter Barry Allen. Sehr sympathischer Charakter und Flash ist auch eine Reihe, die durchweg gut ist. Wird hier von Francis Manapul gezeichnet und mit Brian Boccalato, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Die beiden ist halt ein Autoren-Zeichner-Team, das sieht man auch an den Zeichnungen. Sowas wie man jetzt hier sieht, wo die Rhodes so mit ins Bild eingebunden wird, der Schriftzug. Sowas passiert hier auf jeder zweiten Seite. Geniale Zeichner-Autoren-Duo. Die haben jetzt aktuell die Reihe Detective Comics in den USA übernommen, wo sie auch als Autoren-Duo und Zeichner zusammen agieren, worauf ich mich auch schon sehr freue. Flash ist mittlerweile, hier sieht man auch wieder das Nullnummer-Cover und wenn man das halt mal mit den anderen Covern vergleicht, ist das halt echt potthässlich. Wobei die Flash-Variante von diesem Nullnummer-Cover noch einer der schöneren ist. Band 5 mit dem neuen Reverse-Flash, was auch der dickste Band war, ich glaube der war auch teurer, 16,99. Hier sieht man mal das Design von Reverse-Flash, der halt, was der Joker für Batman ist, ist der Reverse-Flash für Flash. Der sehr gut designt ist. In dem alten DC-Universum war der gelb. Das werde ich euch später mal zeigen, wenn ich euch das Event Flashpoint mal vorstellen werde in einem der nächsten Videos zu meiner Comic-Sammlung. Auf jeden Fall sehr schönes Cover. Und dann hier der aktuelle Band vom Oktober, Flash 6. Auf jeden Fall Flash, sehr schöne Reihe. Möchte ich auch nicht missen in meiner Comic-Sammlung. So, jetzt muss ich mal kurz umbauen. Und schon habe ich umgebaut. Dann kommen wir zur Reihe Erde 2. Wird von James Robinson geschrieben, der die Reihe leider verlassen hat. Ich glaube, das war mit den dritten... Ne, dann doch mit den...
mit dem fünften Paperback war es dann der Fall, weil James Robinson wollte, Erde 2 ist eine Parallelwelt zu unserer Welt, in Anführungszeichen, da wo die ganzen Superhelden sind. DC hat sich dazu entschlossen, die Helden, die sie damals ursprünglich erfunden hatten, das heißt die ursprüngliche Version von Green Lantern, was dann Alan Scott ist statt Hal Jordan, und die ursprüngliche Version von Flash, was dann Jay Garrick ist und so weiter. Ein paar von euch kennen vielleicht die alten Charaktere, leider ist jetzt hier kein Bild von denen zu sehen, weil auf der Erde 2 sind hier Batman, Wonder Woman, Batman gestorben, und die alten Helden, die ursprünglich in unserer ganz normalen Welt vor den richtigen Superman und so weiter erfunden wurden, spielen da die Hauptrollen dann. Leider hat sich Panini dazu entschieden, obwohl Batman, Wonder Woman und Superman vielleicht auf den ersten 10 Seiten vorkommen von diesem Paperback, hat sich Panini leider dazu entschieden, sie aufs Cover drauf zu klatschen. Ich hätte lieber die richtige Besetzung von Erde 2 hier auf dem Cover gesehen. Das gleiche gilt leider auch beim Paperback 2, weil hier wieder eine Nullnummer drin ist. Diese Nullnummer beschäftigt sich mit ihnen hier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die drei kommen gar nicht drin vor. Und trotzdem hat Panini sie wieder aufs Cover geklatscht, damit sich dieses Band besser verkauft. Und die wahren Protagonisten, die man hier auf dem Hintergrund sieht, das ist der originale Flash, der originale Green Lantern und Hawkgirl. Natürlich modernisierte Charaktermodelle. Der allererste Flash, der Garrick, er hier, hatte früher so einen komischen Helm aufgehabt. Hat mir auch gefallen, das Design, aber ich finde, das neue Design gefällt mir gut. Drastischste Änderung, was das Charakterzüge angeht, hat eigentlich Alan Scott bekommen, der jetzt im neuen DC-Universum schwul ist. Auf jeden Fall solltet ihr euch diese Reihe mal angucken, weil Erde 2 gehört mit zu dem Besten, was DC zurzeit zu bieten hat. Und wie man sieht, ballert DC immer weiter Charaktere, die gar nicht mehr da drin in der Story vorkommen, aufs Cover drauf. Wobei Batman jetzt eine Ausnahme ist, weil Batman ist jetzt zurückgekehrt. Allerdings ist es nicht Bruce Wayne, der hier Batman ist. Es ist, würde ich das nicht verraten. Ich will euch noch nicht zu sehr spoilern, falls ihr das noch vorhabt zu lesen. So, ich sehe gerade, dass sich die Zeit hier zum Ende neigt. Das heißt, ich habe es jetzt doch nicht geschafft. Ich zeige nochmal nach oben die zweite Hälfte, die leer ist, komplett in dieses Video reinzupacken. Diesen Stapel steht uns bevor für den nächsten Teil. Und damit haben wir dann auch das erste Regalfach abgeschlossen. Ich habe gestern mal versucht abzuschätzen, wie viele Teile das ungefähr werden mit meiner Comic-Sammlung. Da meine Sammlung aber recht groß ist und ich euch auch ein bisschen was dazu erzählen will und nicht einfach nur stumpf die Cover in die Kamera halten möchte, werden das schätzungsweise 20 bis 30 Videos werden. Ich werde gucken, dass ich jetzt jede Woche so 2 bis 3 davon hochlade zu meiner Comic-Sammlung. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Ich muss ja gucken, wie die Videos ankommen. Und in diesem Sinne, haut da rein!